Ja, ich meine, der Begriff Vortrag ist ein bisschen übertrieben. Also ich werde ein paar einleitende, anstoßende Worte sagen aus meinem Arbeitsbereich her, der ja nicht die Politik, sondern die Kunst ist. Das ist vielleicht für einige überraschend in der Diskussion, dass jemand über das Thema der direkten Demokratie hier etwas vorträgt, was ich selber nicht als Politik verstehe. Mit Politik meine ich insbesondere Parteienpolitik. Und mit Politik meine ich insbesondere die Art und Weise, wie bisher mit den gesellschaftlichen Fragen umgegangen wird, wie sie verhandelt werden. Es geht um die Frage der Delegation, das heißt der Stimmabgabe an bestimmte andere Kräfte, die dann für mich bestimmen. Und das fällt alles bei mir jetzt unter den Begriff Politik. Und mit diesem Begriff, von diesem Begriff möchte ich gerne Abschied nehmen. Das heißt nicht, dass ich etwa auf das Feld verzichten möchte, in dem die Politik tätig ist. Im Gegenteil. Ich möchte gerne in dieses Feld hinein, das sich Politik nennt. Das heißt, in ein Feld hinein, in das hinein ein ganz neuer Aspekt gehört. Und ich nenne diesen Aspekt einfach den künstlerischen Aspekt. Aber mit künstlerisch meine ich nicht das, was man bisher so unter Kunst verstand, sondern mit künstlerisch meine ich das, was aus dem einzelnen Menschen Ich aus seiner Mitte herauskommt, aus seiner kreativen Selbstbestimmung hineinkommt in dieses Feld, genannt Politik. Mit anderen Worten, ich will die Politik abschaffen. Aber nicht ich alleine, sondern ich fordere alle Menschen auf, ihre eigene Mitte, ihre eigene Intelligenz, ihre eigene Kreativität, ihre eigene Initiative in dieses Feld hineinzutragen, um damit deutlich zu machen, dass wir ganz generell uns unmittelbar innerhalb oder vor einer neuen Stufe der Entwicklung befinden. In einer neuen Evolutionsstufe, die man übrigens ex negativo überall merkt. Man merkt, dass die alten Vorgänge, die alten Begriffe nicht mehr funktionieren. Nicht, und damit will ich jetzt gar nicht erst anfangen, irgendetwas zu kritisieren, was schon besteht, sondern ich möchte ganz gerne in dieses Bestehen hinein den Impuls der menschlichen Freiheit, der menschlichen Selbstbestimmung, der Kreativität hinein haben wollen. Und das verbindet sich auch mit einem größeren Selbstbewusstsein der Menschen, dass in ihnen selber etwas wach wird, nämlich die innere Gewissheit, dass sie wirklich selber als Einzelne verantwortlich sind für das, was in der Gesellschaft passiert. Und dass diese Verantwortung sich nicht darin ausdrücken kann, indem ich dauernd nur sage, ich habe davon keine Ahnung, verstehe nichts davon und delegiere deswegen meine Verantwortung an Kreise, die was davon verstehen. Denn mittlerweile merken wir alle, dass die Kreise, die was davon zu verstehen scheinen, auch nichts davon verstehen. Ich will das jetzt mal ganz bewusst übertreiben. Ich will ganz bewusst jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Bild aufstellen, an dem ich es deutlich machen kann. Mit anderen Worten, das Prinzip der direkten Demokratie, zu der ja auch das Instrument der Volksabstimmung, des Bürgerentscheids und so weiter gehört, dass dieses eigentlich, man könnte sagen, ein Mittel ist, um endlich die Intelligenz des Menschen zum Tragen zu bringen. Dass endlich die Intelligenz des Menschen, also der Geist des Menschen und auch seine Herzensanliegen, seine innersten Impulse, dass endlich dieses zum Zuge komme. Und dass wir insofern eine Zeit jetzt dabei sind, abzuschließen, die alles sozusagen von der Basis delegiert in die höheren Etagen, in die Expertenetagen, in die Etagen, die nun ganz besonders, sagen wir mal, offen auch für Lobbyisten sind. Ich hätte gerne, dass die menschliche Intelligenz aus diesem
Horizont, aus der Horizontallage, dass sie überall von oben einen draufkriegt und nur noch flach liegt, also die menschliche Seele liegt flach, dass sie sich erhebt, dass sie ein neues Selbstbewusstsein bekommt und dass dieses Selbstbewusstsein zu tun hat mit dem Prinzip der direkten Demokratie. Dass da etwas aufwacht, dass da etwas sich selbst zum Bewusstsein kommt, womit eben auch gesagt wird, die direkte Demokratie ist noch keine fertige Lösung für die Probleme, die auf uns zukommen und die wir allmählich von allen Ecken und Enden spüren. Und es hat manchmal sogar den Eindruck, als wüssten wir überhaupt gar nicht mehr, wie wir damit fertig werden sollen, weil diese Probleme so komplex sind. Und insofern habe ich kein Rezept anzubieten. Ich habe in dem Sinne auch keine Lösung anzubieten, sondern was ich tendiere, ist ein Weg, um zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Und diese vernünftigen Lösungen können nur entstehen aus der Selbstbestimmung, aus dem klaren Denken, aus der Freiheit des Menschen als Ich-Wesen. Nicht, das möchte ich gerne, dass das mehr zum Zuge kommt, dass es endlich zum Zuge kommt, dass der Geist des Menschen aus seiner Flachlage, aus dem allgemeinen materialistischen Stumpfsinn, der sich immer breiter um uns herum macht und der eigentlich nichts anderes mehr als irgendwelche dummen äußerlichen Perspektiven eröffnet, in denen kein Mensch mehr irgendeinen Sinn erlebt, dass das aufhört und dass etwas Neues beginnt. Ich finde es absolut interessant und danke insofern auch für die Einladung hier in diesem Gebäude des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der ja auch eine Tradition hat, nämlich die Tradition der Arbeiterschaft, die ja irgendwann mal im vorvorigen Jahrhundert aus der kaiserlich Unterdrückung heraus auch aufgestanden ist und hat gesagt, so, wir treten jetzt ins Feld, wir sind diejenigen, die Arbeit leisten und die insofern auch ihre Stimme erheben wollen. Insofern befinden wir uns hier in einer Tradition, die ich ganz gerne mit dem Kunstbegriff, dem erweiterten Kunstbegriff, fortsetzen möchte. Allerdings möchte ich Sie von der alten Idee des Arbeiters ein bisschen erweitern und übertragen auf jeden Menschen. Der Satz lautet, jeder Mensch ist Künstler. Natürlich ist jeder Mensch auch Arbeiter. Aber die Arbeit muss auf ein höheres Bewusstseinsniveau gebracht werden, auf ein selbstbestimmtes Niveau. Das heißt also, die Situation der heutigen Menschen am Arbeitsplatz ist, so wie ich es sehen kann, eigentlich im Großen und Ganzen deprimierend. Die Situation an den Arbeitsplätzen ist erniedrigend für diejenigen, die da sind. Und darauf, da könnte man viele Beispiele nennen, ich will es ersparen, weil ich davon ausgehe, dass Sie wissen, wovon ich rede. Dass der Mensch an seinem Arbeitsplatz, abgesehen mal davon, dass er eigentlich ständig immer nur Angst haben muss, herausgedrängt zu werden aus dem Arbeitsplatz, dass er aber, wenn er in dem Arbeitsplatz drauf sitzt, dann eigentlich auch nicht mitbestimmen kann, wo es lang geht, sondern ständig irgendwelche Direktiven von denen bekommt, die wissen, wo es lang geht. Ich füge hinzu, und die immer deutlicher zeigen, dass sie eben nicht wissen, wo es lang geht. Und die immer mehr dieses Profitmaximierungsprinzip des Kapitalismus auf die Spitze treiben. Und mit der Folge, dass der Mensch nach und nach aus der Sache herausgestülpt wird. Das ist das, was ich feststelle. Und insofern knüpfe ich an die Tradition der Gewerkschaftsarbeit an und sage, sie muss auf ein neues Niveau. Sie muss weg von der Klassenkampfidee, die ja sowieso schon längst verwässert ist. Sie muss auf das Niveau der Selbstbestimmung, der Würde und des Stolzes der Menschen. Da muss sie hinkommen. Und wenn wir diese Grundlage erwischen, dann hätten wir einen großen Schritt getan. Das war jetzt der zweite Teil.
Es folgt ein dritter Teil und der ist ähnlich kurz wie der erste und der zweite. Der dritte Teil geht jetzt nochmal ein auf das interessante Modell der direkten Demokratie. An diesem Modell arbeite ich jetzt seit geraumer Zeit, nämlich seit 1970. 1970 war ich direkt beteiligt an der Gründung einer Initiative für direkte Demokratie durch Volksabstimmung in Düsseldorf, seinerzeit ausgelöst von meinem Lehrer Josef Beuys, den einige von euch ja wahrscheinlich noch kennen. Er hat damals den Impuls gesetzt und hat gesagt, wenn die Kunst in Zukunft überhaupt noch eine Relevanz haben soll, dann nur dann, wenn sie sich auch mit der Frage der Formgebung und der Gestaltung der menschlichen Gesellschaft befasst. Also die Kunst wäre jetzt erweitert. Sie betrifft jetzt nicht nur die bekannten Künste der Malerei, der Plastik, der Musik, der Dichtkunst und so weiter, so wie wir sie kennen, sondern es entsteht jetzt ein neuer Aspekt der Kunst. Dieser Aspekt hat etwas zu tun mit der Frage einer Form, denn Kunst ist immer Formgebung, einer Form einer zukünftigen Gesellschaft. Und dieser erweiterte Kunstbegriff war der Ausgangspunkt meiner Arbeit. Und das war 1970. So lange bin ich also an dem Ding dran. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben damals mit 7 Mannequins angefangen. Es waren noch einige Frauen dabei. Aber diese klitzekleine Initiative, die mit Fug und Recht heute als die älteste Bürgerinitiative hier in der Bundesrepublik bezeichnet werden kann, diese Initiative existiert seit 1970 mit dem erstaunlichen Vorgang, dass sie klitzeklein mit 7 Leuten angefangen hat und nach und nach und nach gewachsen ist, sodass ich heute feststellen muss, mein lieber Mann, der Begriff Volksabstimmung und der Begriff direkte Demokratie, der hat sich mittlerweile in der Bevölkerung, ich will noch nicht sagen durchgesetzt, das wäre übertrieben, aber er wird als eine Möglichkeit in Betracht gezogen, zumal nämlich das Parteiensystem immer mehr an zu wackeln fängt. Also man merkt, die Fundamente der Parteien, die sind gar nicht mehr wirklich tragfähig. Nicht? Und jeder von uns, der irgendwann ja, sagen wir mal, durch unsere parlamentarische indirekte Demokratie sozusagen gewohnt ist, seine Stimme alle 4-5 Jahre abzugeben, jeder von uns weiß ganz genau, dass das nicht funktioniert. Nicht? Also jedes Mal, wenn du in eine Wahlzelle hineingehst und machst dein Kreuzchen, dann irgendwo hin, ich weiß egal wohin, weißt du im Hinterkopf schon ganz genau, naja, ja gut, also mach, lassen die werden schon, also wir wissen ja, was dabei rauskommt. Wer sich ehrlich mit sich selbst befasst, wird das zugeben. Und insofern sind wir alle beteiligt an diesem Selbstbetrug, den wir nicht einfach jetzt den politischen Parteien in die Schuhe schieben wollen, sondern wir sind mit daran beteiligt. Wir machen uns seit etlichen Jahrzehnten, seit etlichen Jahren immer mehr etwas vor. Wir wissen ganz genau, dass über den Weg alleine die Sache nicht mehr zu regeln ist. Was ich noch sagen will, ist, diese Initiative, also diese Bürgerinitiative der direkten Demokratie, mit der wir damals aus der Kunst heraus begonnen haben, das war eine sehr merkwürdige Bürgerinitiative. Die war sehr merkwürdig. Und deswegen, Louis, ist sie auch so langsam gewachsen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. In den 70er Jahren, das war die Zeit, als es anfing, dass die Grünen auch gegründet wurden, die Partei der Grünen, Sie werden sich daran erinnern, das war ja der Zusammenschluss vieler, vieler Bürgerinitiativen, die sich in der Zeit entwickelt hatten. In der Zeit, als die Grünen kamen, war ja eines dieser Themen die friedliche Nutzung der Atomkraft, der Atomenergie. Da können Sie sich gut daran erinnern. Und es entstand damals eine Initiative gegen die Atomkraft,
eine Bürgerinitiative, die war auch sehr, sehr laut und sehr hörbar. Und diese Initiative merkte, dass sie über den üblichen Weg der Politik oder den üblichen Weg der Parteien irgendwie nicht zum Zuge kamen. Das merkten die. Und dann haben sie dann irgendwann mal gesagt, oh, wenn das über den Weg nicht geht, dann arbeiten wir doch mit euch, also mit denjenigen, die für die direkte Demokratie einsteigen, also für die Volksabstimmung, arbeiten wir doch mit denen zusammen. Machen wir doch jetzt ein Bündnis, direkte Demokratie gegen die friedliche Nutzung von Atomkraft. Können Sie sich vorstellen? Also die haben die direkte Demokratie wie eine Art von Mittel angesehen, mit dessen Hilfe man ihr Ziel, ihre Initiative zum Erfolg führen könnte. Sehen Sie, und das ist das Merkwürdige und Geheimnisvolle. Da traten zwei Initiativen aus zwei sehr unterschiedlichen Interessen zusammen. Die einen, die waren gegen die friedliche Nutzung der Atomenergie und die waren beherrscht von dem Thema, wo kommen wir denn hin, wenn diese Atomenergie nicht mehr funktioniert, kürzlich hatten wir Fukushima, das heißt, das brauchte sie in den 70er Jahren ja zusammen. Das heißt, die hatten ein ganz brennendes Interesse, ein richtiges Interesse, dagegen vorzugehen. Das war die eine Initiative. Die andere Initiative waren wir. Unser brennendes Interesse war, ein Instrument zu schaffen, damit solche Initiativen wie diese irgendwann mal auch tatsächlich zu der Möglichkeit von Abstimmungen kommen. Also dass sie wegkommen bloß von der Demonstration, dass sie ein Instrument bekämen, wo dann auch irgendwann am Schluss eine Entscheidung stehen könnte. Sehen Sie, und dieses Zusammentreffen dieser zwei Initiativen, das müssen Sie sich richtig mal klar machen, ist das Zusammentreffen zweier Prinzipien. Das eine ist Feuer und Flamme, ist die unmittelbare Aufregung über irgendwelche Gefahren und Katastrophen, gegen die ich mich zur Wehr setzen muss und dafür Verbündete suche. Die ist wie ein Feuer, was da losgeht. Wir erinnern uns an solche Initiativen. Die andere Initiative, die ist eigentlich etwas ganz Langsames und etwas Mühsames. Nämlich sie ist das Interesse an der Demokratiefrage selber. Die Frage also, wie kommen die Menschen denn überhaupt zu demokratischen Entscheidungen? Egal, welche Initiative zur Entscheidung steht. Also man kann sagen, es waren zwei Ebenen. Die eine Ebene war die Feuerinitiative und die andere Ebene war diejenige, die so langsam aber sicher ein Instrument vorbereiten wollte, das irgendwann mal zum Zuge käme. Ja, und deswegen ist die, vor allen Dingen die Demokratieinitiative einfach kontinuierlich weiter gewachsen, wohl wissend, dass man der nicht so schnell mit der Feuerfrage kommen kann. Also die Demokratiefrage ist nicht so einfach zu entzünden in den Seelen der Menschen. Weil auch zum Beispiel die meisten Menschen davon ausgehen, wir haben doch die Demokratie, was wollen wir denn? Nicht? Heute ist wieder ein alter, neuer Präsident der USA gewählt worden. Wer heute Morgen die Rede von Herrn Obama gehört hat, der wird fasziniert gewesen sein von der Demokratie und alles, was er gesagt hat. Das hat viele Amerikaner, aber auch wahrscheinlich auch einige von uns mal wieder erfüllt. Ja, die Demokratie. Während wir sagen, nein, die Demokratie, wenn die so weitergeht, wie sie bis jetzt haben, die wird das, was die Gewerkschaften ursprünglich immer bekämpft haben, aber immer weiter zur Spitze treiben, nämlich den Kapitalismus, seine lächerliche, dümmliche Profitmaximierungsmaxime, die eigentlich alles auf die Dauer zerstört, nämlich die Lebensgrundlage der Erde, genau wie die der Menschen. Ich bin jetzt am Ende. Ich wollte nur damit andeuten, das, was der Omnibus macht, der seit 25 Jahren im Anschluss an die allererste Initiative durch Deutschland fährt, übrigens nicht nur durch Deutschland, wir haben auch schon eine Europatournee hinter uns, übrigens das Faszinierende bei der Europatournee waren die Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
Ich hatte am meisten Angst davor, wie kommen wir mit der Sprache zurecht, denn wir sprechen ja Deutsch und ja ein bisschen Englisch. Nein, es hat sich herausgestellt, dass die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die haben den Menschen nachher selber erklärt, was wir wollten. Das war für mich ein ganz großes Erlebnis. Wir nennen diese ganzen Geschichten die soziale Skulptur. Und wir sagen, wir bereiten etwas vor, wie eine neue Form der Verbindung zwischen den Menschen, eine höhere Stufe der Demokratie, die so nach und nach die alte Stufe, die unter uns sowieso zusammenbröckelt, ergänzt durch einen weiteren Schritt. Das war's.